Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Tanks. Wieder zusammen mit dem Gami. Hallo Gami. Hi. Und ich glaube, ich werde in einer der nächsten Folgen oder sowas das UI wieder ein bisschen ändern. Ich finde, das passt momentan nicht so wirklich ins Komplettbild von World of Tanks. Wirkt zu deplatziert. Ich bin gerade überlegen, ich glaube, ich fahre in die Stadt. Ich komme da gleich hinterher, ich stelle mich mal hier hin. Ich hoffe mal, der U spottet irgendwas. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht hier in der Mitte gespottet werde, während ich rübergefahren fahre. Aber. Jetzt einfach selbst in die Mitte fahren können. Ich? Ja. Mit dem EN100? Ja. Warum macht man sowas? Schnell genug, um wieder wegzukommen. Hä? Vielleicht zum Ruhe bist du ja schnell genug, um wieder wegzukommen. Oh, deswegen kennt ihr es ja. Mit dem EN100 bin ich schnell genug, um wieder wegzukommen? Ja. Im Vergleich zum Ruh? Ja. Ist der Ruh so langsam? Nee. Du wolltest es witzig sein? Ja, habe ich aber nicht geschafft, oder? Nee, irgendwie, Schade. Weil das so serious wirkte. Du hast mich gerade verwirrt. Ich dachte mir gerade, what the fuck laberst du? Liegt das an World of Warplanes, dass du es gespielt hast oder so, dachte ich mir. Kann sein. Hast du Fieber? It's eventually. Die Karosserie. Oh, da ist eine Maus. Rückwärtsgang. Jetzt drei forward, my German Companions. We can crush them. When we meet them at the church. We can bring doom to them. And fire in pain. Come in die Stadt. And a lot of pain. And even more pain if we stick together. And like crush them strong. Boah, ganz ehrlich, jetzt werde ich von irgendwo da hinten beschossen, irgendwas hält mich gespottet, mein Munilager ist wieder kaputt. Muss ich zwei Redkits haben. Tja. Deswegen fahre ich nicht so gerne in die Mitte. Naja, wenn sowas aufdecken würde, wäre es ja kein Problem. Ja. Nur unser eigener FV aus Versehen hat. Nee, doch nicht. Ja, die kleine Kanone drauf, der E75. Da vorne. Ist da nur der E75? Dann drücke ich da jetzt. Der Maus kommt auch noch irgendwo hinterher gedackelt. Unten war ein IS-7, der mich abgeschossen hat. Der 62 Alpha stand da auch irgendwo herum. Was ist der 62A? Ich verschieße halt komplett. Oh, das war mein schneller E50 tot. Hm. Weil da oben noch ein Objekt 268 steht. Und der wurde auch noch ge-FV'd. Der Type kommt mit dem E75 nicht klar. Bist du auch schon tot? Nee. Bin direkt hinter dir. Okay, ich dachte gerade. Ja, da oben ist irgendwo ein Objekt. Ah, das ist zurückgezogen, hat sich zurückgezogen. Oh, was schießt denn da auf mich, Alter? Ich weiß, bist T30. Ja, weiß ich nicht. Bist du überhaupt aufgegangen? Ja, durch den T30. Geil. T30 hat auf mich geschossen. Ich weiß nicht, ob ich durch ihn aufgegangen bin, aber er hat auf mich geschossen und ich bin aufgegangen. Ich weiß nicht, ob die Medium müsste mich irgendwie durchlassen. Geht mir gerade genauso. Also irgendwie. Macht er denn hier? Alter. Das ist nicht sein Ernst. Das ist lächerlich. Mei. Kill me. Wo willst du denn hin? Sag mir, wo du lang willst. Nach oben. Was für ein chaotischer Runde. Ja. Macht der Type denn hier? Da hat Krebs.
das Ding ist gut. Zack. Jagd die 100 Hester holen. Ich hoffe mal, da wird gleich was gespottet. Die haben so heftig viele TDs, ne? Bei vier davon, ne, bei drei davon würde ich jetzt sogar noch durch. Ne, bei vier davon würde ich jetzt sogar noch durchkommen, ohne zu zielen. Die 100 ist sonst wo, oder ist das die 75 da hinten? Bin gerade aufgegangen. Die 30 bestimmt 100% auf sich. Rache! Zack. Dem T30 endlich auch mal eine Kelle gegeben. Rache für seine. Ich krieg den nicht ein. Ja, da hinten ist sonst wo. Das war ja eine tolle Runde, ey. 1000 Schaden bis jetzt gerade mal. Ich weiß nicht, wie viel ich gemacht habe, aber es ist nicht viel. Drecksobjekt. Ach ey, ist das traurig. Bleibt mir nur noch, mich in den Cap zu stellen und zu weinen. Wichser. Ah. Ich ja noch mal behutsam nachladen, weil ich eh nicht ankommen werde. Boah, das ist eine Fail-Runde. Ja. Wir so eine Runde. Ich meine, so schön einfach mal komplett überrollt, man konnte kaum etwas machen. Naja, das Problem war, dass es nicht mal so, dass es so komisch, dass sie komisch rübergerollt sind. Also ja. Du konntest ja kaum irgendwie fahren, weil erstmal stand ich alleine vorne und dann kamen sie auf einmal alle und dann hast du nichts mehr abbekommen und du hast selber Schaden gefressen. Ja. Gut, ich habe mich auch ein bisschen blöd angestellt gegen den E75 und stand ein bisschen scheiße, aber... Das Ende von denen auch noch dann das Tal gefahren ist mitsamt dem E75, also die beiden Panzer halt auch noch viel Leben hätten oder was hätten machen können. Das war ein Sieg des Tages. Ah, dödö. Ah, nicht mal meinen Durchschnittsschaden gehalten. Ja, mach irgendwas rein. Ich kann mich hier ausgesucht. Mach du was rein. Okay. Ich mal kurz überlegen. Wird hier noch ein Sechser? Ja, kann man machen. Kann man mal machen. Le Churchill. Churchill. Siegs. Fury, was ist denn das für ein Goldpanzer? Ist ein Model 438 mit dem HD-Modell und dieser HD-Panzer, die bei dem normalen kommen wird sozusagen einfach nur. Der Unterschied zwischen dem normalen M4-3E8 und dem hier ist an sich ja nur, dass der schlechtere Funkreichweite hat und dass die Panzerung schlechter ist, welche bei dem normalen E8 noch angepasst wird, wenn das HD-Modell bekommt. Kann man den Fury kaufen oder ist das ein CW-Panzer gewesen? Kann man ihn kaufen. 30 Euro im Geschenkladen, wenn es ihn da noch gibt. Okay. Hast du den gekauft oder als... Gekauft. Du hast ihn gekauft? Ja, 30 Euro. Man hätte ihn aber auch gewinnen können, indem man einfach so einen billigen, geschnipselten Trailer macht. Aber da hatte ich keinen Nerv zu. Warum hast du dir den für 30 Euro gekauft? Findest du den so cool? Ja, das ist brauchbar und da war noch Gold und sowas drinnen. Achso, war da so ein Paket oder was? Ja. Okay. Das finde ich auch mal ein amerikanischer Premium-Medium, der mal brauchbar ist. Hm. Also, der wirklich mediumartig ist. Neben dem T23E3, welchen man nicht bekommen kann, und dem M60-Pad, welchen man auch nicht normal bekommen kann. Hm. Naja, mal schauen. Ach ja, und der Topsy von dem Ding ist ein bisschen runtergeschraubt. Motorleistung etc. ist dieselbe, nur halt, du kommst höchstens auf 42 km/h anstatt auf 47. Wie ist dein Credit Income? Mit einem durchschnittlichen bis guten Gefecht ohne Freemium-Account um die 20.000. Okay. Ich kann auch einfach mal nach der Runde gucken, wie ein schlechtes Gefecht dann sein wird. Meinst du, machst jetzt ein schlechtes Gefecht? Ja. Warum? Naja, wenn man seine Erwartungen erniedrigt, setzt man umso fröhlicher, wenn die Erwartungen übertroffen wurden. Tja. Und nicht enttäuscht, wenn das
Gefecht scheiße wurde. Oh, da oben fährt eine Hellcat lang. Ach ja, das Ding hat auch kein Reduced Matchmaking, also ich komme auch bis zur Nacht da rein. Okay. Bisschen lächerlich finde, aber naja. Na gut, wenn er im Prinzip wieder normaler Sechser ist. Das finde ich ja beim Sechser schon lächerlich, dass der Nachter kommt. Also ist es halt bei... Oh, daneben. Hat er mich getroffen? Ja. Oh lol, meine Tastenbedingung hat sich geändert. Ich habe den Feuerlöscher schon nicht mehr auf der Taste gehabt. T29 Mob scheint scheiße zu sein. GW Panther schießt halt auf mich. Warum? Weil T29, der hier oben voll ist, einfach ein scheiß Ziel darstellt. Ich meine, das Ding ist auch nicht gefährlich, ich bitte dich. Ich muss das in der Tastenbelegung jetzt eben ändern. Sonst vergesse ich's. Verbrauchsmaterial. Oh, was für eine Scheiße, ey. Ist mir das halbe Fahrzeug weggebrannt. Der AT-7 schießt doch lieber auf mich als auf den T29. Oh, such a pain. T29 GG. Ich bin im Moment auch halb tot. Bewegst du dich allein? Ein verkackter Lucky AT-Hit, ne? Kai Cancer for the win. Und jetzt ab auf den Tiger. Ach nee. Ach scheiße. Naja, aber auf den Tiger und direkt sterben. Vielleicht kriege ich noch was vom Tiger ab. Vielleicht kann er mich nicht durchschlagen. Er wundet dich bestimmt auch direkt. Ich glaube, ich hatte 290 HP, da hat Leighton Gun Hyrule gemacht oder hatte ich weniger. Was steckt mir denn hier hinter? Ich hoffe, Armor X10. Oh lol, er fährt weg. Er fährt auf den KV-13 rauf. Warum bleibt der nicht einfach mal stehen? Ich hoffe, er kriegt seinen 6. Kill nicht. Ja, wie gut er gespielt hat. Oh, ist so langsam die Krücke hier. Immerhin wird der Achter irgendwann ein bisschen mobiler. Ah, erworben. So schnell tötet er mir, bevor er seinen Kill macht. Damn und los. Sehr schön. Und. Yes. Nice. Nice. Der Jagdmann da. Da hinten. Also ja. Musst du an sich auf die Arti warten, dass die den Jagdmann da irgendwie hinten raus nimmt. Ja, ja, kann er die Klappe halten. Ich stell mich einfach irgendwie in den Cap. Wie du da überhaupt hinkommst. Meinst du nicht? Hier steht dann dieser Kante oben. Eigentlich müsste ja der einer von den Artis oben ranfahren, hinter den Jagdpanther. Eigentlich schon. Aber wird sie das tun? Ist das realistisch? Nö. Ich würd's machen. Oh, Jagdpanther schießt auf mich. Und das war die Arti. Ja. Naja, der Crusader hat sich halt keinen Meter bewegt. Nö, er zielt gerade sonst wohin. Nein. Können wir direkt rausgehen eigentlich? Ja. Das war die zweite Folge, zweites Spiel jetzt mal. Ja. Als erstes haben wir auch schon so scheiße gespielt, dann können wir noch eins machen. Ja, kann man. Willst du was aus oder soll ich? Ja, mir egal. Wenn es jetzt kein Zehner ist. Dann wähl du aus. Kaffee, kann ich irgendeinen Sechser nehmen? Warte. Ach, den muss ich eh fünffach eine Sekunde Crew zurücksetzen. Gut.
ist irgendwie ein bisschen schwer, die ohne Mod zu spielen. Wo man halt nicht sieht, wie weit dein Winkel ist, da auf der Minimap oder sowas. Ja. Hm. Siegfried-Linie. Von welcher Seite starten wir? Ich weiß nicht, ich hab keine Mods drauf. Weiß auch noch nicht. Dang it. Ah, und da, ich starte auch noch hier, Alter. Hier. Wie soll ich denn hier scouten? Kannst du von der Seite eine gute Scout-Position? Du kannst dich, wenn du sicher hast, dass in den Busch dort reinstellen, den du auf der Minimap auch, glaube ich, siehst. Oder an diesen Idiotenbunker dort reinstellen. Oh, ich würde den Busch eher bevorzugen. Also hier, gibt's gar nichts auf der Seite. An J2 stelle ich mich immer rein mit meinem Scout. Spottest du, wenn bei der E-Linie irgendwas über die Straße fährt oder über die 1er-Linie, siehst du es früh genug. Wenn ich schieße, bist du doch gedeckt. Und auch wenn du schießt, das noch einen guten Tarnwert. Sadistenplatzierung, warum werde ich denn hier oben hingestellt, ey? Frage mich auch ab und zu, wenn ich Scout spiele. Ja, ich gehe die Stadt scouten, weißt du? Ja. Warum nicht? Die Sins. Einfach schön da eine Linie machen und die nur Linie schnell mal aufdecken. Oh nein, der Aufklärungspanther. AFK-Panther. Ich muss vor ihm da sein. Ich muss mich vor ihm stellen. Jetzt, wenn ich das in den Busch hochfalte, ich meine, da ist nicht ein Busch und ein Baum direkt ineinander und da stelle ich mich hier mal rein. Oh, wieder muss ich ja irgendwie durchkommen erstmal. Hier oben. Hm. Oder da auch. Nee. Geh mal zu dem typischen Bunker da runter. Auf den da. Hm. Oh ja, klar. Wird doch richtig gespottet. Da unten ist was aufgegangen, ein T71. Center ist safe. Und weit daneben. Das Spannendste, was man im Spiel tun kann, ist Arti fahren. Ich bin gerade echt geneigt, darauf zu schießen. Die Scheiße. Machst du. Wenn du aufgehst, fährst du einfach den Berg runter mit Speed. Hinter irgendeinem Bunker und gut ist. Ich habe keine Crew drauf. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich aufgegangen bin oder nicht. Alter, es sind 100, 200, 300, 370 Meter ungefähr zu dem 71. Von dir aus der 380 sogar. Wer jetzt nicht so krass auf sich geskillt hat, werde ich auch nicht aufkriegen. Es ist so klar. Ich schieße hier zwischen zwei Häusern so durch, dass sozusagen nur im Pixelbereich mit der Granate durchpassen könnte und treffe den KV 4. Aber B, es steht da in der Szene komplett auf dem freien Feld. Ich schieße daneben. Mist. Wieder so eine komische Runde hier. Tab 59 fährt vor. Na gut. Have to wait. Oh, das ist eine Idee, da dreh ich mal einfach hoch. Nimm schön vor sich. Ich hoffe, der bleibt noch voll, bis ich da reingezielt habe. Nein. Er zielt auf mich! Warum zielt er denn auf mich? Oh, das gibt's doch nicht! Ich krieg eine Krise mit diesem Spiel. Warum bleibe ich überhaupt stehen, ey? Oh. Was du überhaupt? Ich dachte, ich war noch nicht offen. Es ist so kacke, Scout zu fahren ohne eine Crew. Das muss Wargaming echt besser machen. Das ist absoluter Scheiß.
werden sie auch, die wollen das Sichtsystem, das Skillsystem überarbeiten, dass der Sechste Sinn auf den Funker bzw. sein Vertreter fällt. Das, wenn der Funker schon auf 100% ist, der ist sozusagen. Dann werden die ganzen Skills, die du auf jeden Panzer zurückgesetzt und also sie neu wählen kannst, das wird schön. Das ist ein Schwachsinn, dass du mit einem Scout, du kannst keinen Scout fahren, wenn du nicht diesen Skill hast. Dann macht das einfach keinen Sinn, weil du nicht abschätzen kannst, bist jetzt offen, bist du nicht offen. Man kann es über Erfahrungswerte machen, aber da kannst du halt dich so oft, kannst halt so oft falsch liegen. Wegen diesem scheiß Random-Faktor und alles. Ach, kotzt mich das an. Na gut, das war's aber für diese Folge eigentlich schon. Du wolltest noch was sagen? Hast du dieses Chaffee Race etwa nicht mitgemacht? Oder nicht wirklich mitgemacht? Das was? Das Chaffee Race, was damals vor kaum einem Monat im September. Weil da hast du ja richtig einfach die Crew hochzüchten können. Nee, habe ich nicht mitgemacht, leider. Schade. Hätte ich mal mitmachen sollen, wa? Wenn man da die Crew XP bekommen hat. Ja. Ich meine, ich habe da ein bisschen gefahren und habe den zweiten Skill auf 90% hochgehauen. Hm. Na gut, das war's auf jeden Fall von dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Ciao.